Hallo liebe Freunde der großen und kleinen Bahnen, es ist wieder soweit. Es ist Modell- und Bahnzeit. Und folgende Themen haben wir für Sie heute vorbereitet. Modellbahn auf 2 Etagen. Wolf-Rüdiger Gottslebens Modellbahn der Superlative. Bahnstrecke der Rennsteigbahn von Ilmenau nach Bahnhof Rennsteig vor dem Aus. Und jetzt liebe Freunde zu unserem ersten Beitrag. Im Jahr 2013 haben wir Wolf-Rüdiger Gottsleben und seine Modellbahn das erste Mal besucht. Es klingt unglaublich, ist aber wahr. Er hat eine Modellbahn über 2 Etagen in seinem eigenen Haus verbaut. Jetzt, 3 Jahre später, waren wir wieder bei ihm und wollten mal nachschauen, wie viel er von seinen damaligen Ideen bis heute umsetzen konnte. Es war Dezember 2013, als wir Wolf-Rüdiger Gottsleben besucht haben, um seine Superanlage über 2 Etagen eingebaut vorzustellen. Das Motiv der Anlage, das Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz. Mittelpunkt der deutschen Seite ist der Bahnhof Lindau. Damals war der Bahnhof Lindau noch ein einfaches Pappmodell. Den Bahnhof, das Bahnhofsgebäude, das lag mir ja am Herzen, nicht wahr? Das war ja vorher nur ein Dummy aus Pappe gebaut. Erstmal darzustellen, da gehört so ein Bahnhofsgebäude hin. Ich hatte dann aufgrund dessen, dass ich nun Verbindung zu diesem Herrn in Lindau hatte, dem erzählte ich am Telefon, dass ich also diesen Bahnhof, dass ich Schwierigkeiten habe, diesen Bahnhof nachzubauen, weil A, ich hatte keine Maße. Das, was ich gebaut hatte, hatte ich nur so eben mal abgeschritten. Und außerdem ist das sehr kompliziert zu bauen aufgrund der Dachform und so weiter. Und eines Tages rief er mich an und sagte, ich habe da was Tolles. Die haben Zeichnungen von dem Bahnhof gefunden. Alte Originalzeichnungen, als der Bahnhof mal gebaut wurde. Mensch, sag ich, das ist ja ein Wahnsinn. Die hat er mir alle fotokopiert und mir geschickt. Wollte ich erst selbst machen, aber es ist sehr kompliziert, auch selbst mit den Zeichnungen, die ich jetzt habe. Und da bin ich auch glücklich darüber, dass ich solche tollen Zeichnungen habe. Ich war der komplette Bahnhof da drauf. Und da fiel mir dann ein, in irgendeiner Modellbahnzeitung fand ich mal einen Artikel über den Herrn Oswald. Und da war auch seine Adresse angegeben und auch seine Telefonnummer. Und da habe ich den einfach mal angerufen. So. Und damit war die Sache geritzt. Ich brauchte allerdings jetzt für meinen Bahnhof ja nur ein Drittel des Gesamtgebäudes, weil ja der Bahnhof, ja, das ist ja wie ein Riesenhotel sieht er ja eigentlich aus und nicht wie ein Bahnhof. Und der geht ja von dem Busbahnhof abgesehen, von da aus geht er ja bis zum Hafen, bis zur Kaianlage. Und das habe ich ja auf meiner Anlage nicht dargestellt. Also ich habe ihn dann, wir haben ihn genau im Maßstab 1:87 gehalten und auf den Platz eingerichtet, der mir zur Verfügung stand, weil ja. Und somit habe ich also auch den Haupteingang mit dem Portikus und so weiter noch mit in mein Modell drin. Und das ist schon mal ganz toll. Und der ist genau exakt 1:87. Neben dem Bahnhof, da steht ja ein Kiosk und der ist also auch wirklich dort. Ein hässlicher Neubau, aber der steht da. Und da ich so ein bisschen auch das Wirklichkeitsgetreue nachstellen wollte, habe ich auch diesen hässlichen Kiosk dahin gebaut. Und dieser imposante mittelalterliche Turm ist ja auch neu auf der Anlage. Das ist der sogenannte Diebturm, der in der alten Stadtmauer steht. Und den habe ich auch genau an dieser Stelle platziert, an der auch im Original steht. Und er ist nämlich da an der Zeppelinstraße, ist noch ein Stück der alten Stadtmauer. Man muss wissen, dass die Stadt Lindau eingefasst war ringsherum mit einer großen Stadtmauer. Und diese
Brücke, die da, die Tirschbrücke, die steht ja auch auf alten Fundamenten der Stadtmauer. Da waren eigentlich mal Stadttore, das war ein Stadttor. Und das war alles eine Verbindung, diese Stadtmauer mit dem Diebturm. Und der heißt Diebturm darum, weil er zeitweilig als Gefängnis genutzt wurde. Da wurden Diebe eingesperrt. Und daher hat er auch seinen Namen. Schauen wir uns jetzt den weiteren Baufortschritt auf der Anlage an. Was gibt es denn da Neues zu berichten? Oh, eine ganze Menge, möchte ich wohl so sagen. Erstes Mal ist der Schattenbahnhof gewachsen, den ich ja eigentlich niemandem zeige, nicht? Weil ich trotzdem stolz darauf bin, weil so einen Schattenbahnhof, wie ich ihn habe, da beneidet mich manche Frau drum, die hätte gern so einen begehbaren Kleiderschrank. Und ich habe einen begehbaren Schattenbahnhof. Nicht? Aber es ist die Schweiz entstanden. Die Schweiz ist jetzt so fertig. Ich habe die Nordrampe der BLS nachgestaltet in der Gegend um Blausee-Mietholz. Dann habe ich kleine Teile der Südrampe dargestellt, wo ich also diese Highlights so ein bisschen aneinandergereiht habe und auch die Kilometer dazwischen weggelassen. Wenden wir uns jetzt dem Schweizer Teil der Anlage zu. Hier sind gleich, sinnbildlich gesprochen, Gleise in drei Ebenen angelegt. Das entspricht dem Vorbild. Das Einzige, wie ich das abweichend gebaut habe, ist, dass die untere Ebene eigentlich ab Tunnelausfahrt, den man ja sieht in den Bildern, die Tunnelausfahrt unten, von da ab geht das Gleis in einem großen Bogen, der nach rechts abschwenkt und dann in einen Linksbogen übergeht, aber weiterhin immer bergauf führt und teilweise auch auf einem Bahndamm verlegt ist, in einem großen Bogen dann in den Bahnhof Blausee-Mietholz rein. Und das habe ich hier anders gemacht. Ich habe also eine parallel führende Strecke eigentlich am Anlagenrand entlang gebaut, weil mir sonst der Platz für die Südrampe gefehlt hätte. Und lasse diese untere Strecke einfach im Tunnel und dann im Gleiswendel verschwinden und komme dann auf der Ebene von Blausee-Mietholz wieder aus einem Tunnel heraus. Dieser Tunnel ist aber eine Besonderheit wiederum. Das ist ein echter Felsen. Und den habe ich mir von einem Steinmetz zuschneiden lassen. Ich durfte mir auf seinem Hof, also Felsen angucken, Steine angucken, aus denen er eigentlich Grabsteine macht, welche Struktur, Außenstruktur mir gefällt. Und dann hat er mir eine ungefähr 5 cm dicke Scheibe von diesem Stein abgeschnitten mit seiner Steinsäge. Und mit dieser Scheibe bin ich dann glücklich nach Hause gegangen. Und als ich dann zu Hause war, stellte sich natürlich jetzt die Frage, wie kriege ich jetzt also den Tunnelausschnitt da rein? Entweder mit dem Hammer und Meißel Gefahr laufen, dass ich damit also mir vielleicht meine kleine 5 cm Platte zerkloppe. Und im Baumarkt kriegte ich dann für meine Stichsäge ein Steinsägeblatt. Da jetzt die Rückseite des Felsens letztendlich keine Struktur hatte, sondern schön glatt war, habe ich mir also das Tunnelportal von der Rückseite her aufgezeichnet und meine Stichsäge angesetzt und habe dann mit der Stichsäge dieses Stück Stein da für meine Tunneleinfahrt rausgesägt. Und das Schöne ist ja, dass das ist ja ein Tunnel, der im Grunde genommen zu finden ist in der Schweiz an mehreren Stellen und auch an der Gotthardstrecke findet man solche Tunnel, die kein gemauertes Portal haben, sondern Naturfelsen. Und das wollte ich irgendwie auch mal darstellen. Es weicht zwar ab von dem Vorbild, es gibt an der BLS-Strecke diesen Tunnel nicht, aber ja, das ist eben die Freiheit des Hobbys auch nicht. Wenden wir uns jetzt diesem imposanten Brückenbauwerk zu. Das ist die Bietstahlbrücke, die auf der Südrampe der BLS-Strecke zu finden ist. Im Hintergrund dieser Brücke sieht man als Wandtapete einen schneebedeckten Gipfel. Das entspricht im Grunde genommen dem Vorbild, das ist das Beachhorn.
Und dieser Hang, der dann vor dem Beachhorn zu sehen ist, ist also auch meinen Vorbildfotos entsprechend nachgestaltet worden. Die Brücke ist eigentlich ein herkömmlicher Fallerbausatz. Der Fallerbausatz ist allerdings in gerader Ausführung zu bekommen. Da die Beachstahlbrücke aber im Bogen liegt und einen Radius von 300 Metern aufweist, habe ich also diese Brücke verändert. Inzwischen ist sie aber zweigleisig, weil die BLS schon zu Beginn ihrer Zeit alle Tunnel zweigleisig hat ausbohren lassen. Nur das zweite Gleis hatte man erst in den Anfang der 80er Jahre wieder verlegt. Und ich habe also diese Brücke auch im Bogen verlegt, was man allerdings von vorne nicht sieht. Aber für mich war es wichtig, dass sie im Bogen liegt, nicht wahr? Wenn man denn also mal ein Bild aus dem Tunnel heraus macht, dann sieht man das, dass die im Bogen liegt. Nach so viel Modellbau wollen wir natürlich auch Züge sehen. Wolf Rüdiger Gotzleben zeigt uns drei typische Vertreter des Schweizer Schienenverkehrs. Den Anfang macht ein Intercity-Elektrotriebwagen, der in einer anderen Farbvariante auch in Deutschland unterwegs war. Das ist der Intercity. Der ist dann später als Lufthansa Airport Express gefahren. Es gab hier nur drei Züge von diesem ET-403. Das ist ja auch interessant, der hieß ja noch ET-403. Das waren so die Vorläufer vom ICE. Die fuhren ja dann schon über 200 Stundenkilometer im Test. Und man hatte sie als Intercity-Züge eingesetzt, als die TEE abgeschafft wurden. Der ET-403 hat den Bahnhof Blausee-Mietholz erreicht und wir erwarten eine Zugkreuzung. Das ist eine 4-4, 4-4 hoch 4 kann man sagen. Also sie hat 4-4, wie es bei der Schweizer Bundesbahn üblich ist, aber sie ist die vierte Serie, also römisch 4. Ist eine Akustiklok von Rocco, hat das Pfeifsignal der typischen Schweizer Bahnen. Und ist in den 80er Jahren so gefahren, zwischen 80 und 90 ungefähr, kann man sagen, ist diese Garnitur so gefahren. Also von einem richtigen Nostalgiezug kann man da noch nicht reden, nicht? Weil da gibt es also nostalgischere. Der ET-403 verlässt jetzt den Bahnhof Blausee-Mietholz und wir begleiten unsere 4-4 mit ihrem Wagenzug noch ein Stückchen auf der Anlage weiter. Hier verlässt sie gerade auf der dritten Ebene einen Tunnel und fährt unter einem typischen Bauwerk an den Alpenhängen hindurch, der vor Lawinen oder Geröll die Strecke schützen soll. Gleich verschwindet sie wieder unseren Blicken, um gleich die Beachtalbrücke zu überqueren. Unsere 4-4 ist jetzt auf der Südrampe unterwegs, die bis nach Brig hinabführt. Sie passiert einen kurzen 28 Meter langen Tunnel, den sogenannten Victoria-Tunnel, um anschließend gleich wieder über einen steinernen Viadukt ein Tal zu überqueren und, na klar, typisch für die Schweiz, wieder in einem der unzähligen Tunnel zu verschwinden. Jetzt kommt unser drittes Zugpaar ins Spiel, geführt von einer E-Lok der Reihe 460 in der Epoche 6.
Dieser Wagenzug hat aber einen ganz besonderen Speisewagen dabei. Ich war nach der Wende also auch mal wieder ein paar Tage in der Schweiz. Und ich fuhr parallel, führte die Straße neben der Bahntrasse. Und just wurde ich von solch einem Zug überholt, der diesen Speisewagen der Schweizer Bundesbahn eigentlich drin hatte. Das ist ja früher Schweizer SBB, also SBB, bewirtschaftet gewesen. Und die Mitropa hatte nach der Wende aber diese ganzen Speisewagen auch in der Schweiz wieder übernommen. Und jetzt stand da erstmal, er hatte eine tolle neue Lackierung bekommen und dann Mitropa Swiss. Das war toll, das musste ich erstmal haben. Und dann gab es auch dieses Modell und das war natürlich zwingend, ja, dieses Modell zu haben. Unser Zug mit der RE 440 hat den Bahnhof Blausee-Mietholz erreicht. Und wir sind auch gleichzeitig am Ende unseres Berichtes über diese Anlage angelangt. Und liebe Modellbahnfreunde, versprochen, in einem Jahr sind wir wieder hier, um über den weiteren Baufortschritt dieser Anlage zu berichten. Eine tolle Anlage und immer wieder schön anzuschauen. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Beitrag. Im Juni 2014 wurde nach langem Hickhack und zähem Ringen mit dem Thüringer Verkehrsministerium ein Traum für die Rennsteigbahn wahr. Der Probebetrieb auf der für den Thüringer Tourismus so wichtigen Strecke wurde aufgenommen. Befristet für 2 Jahre und nur an den Wochenenden in Betrieb. Wichtigste Bedingung, es müssen genug Fahrgäste mitfahren. Danach sollte entschieden werden, ob eine Streckenbestellung erfolgt. Das Fahrgastaufkommen übertraf alle Erwartungen. 15 Fahrgäste war das Soll pro Zug, 33 waren es im Schnitt. In den 2 Jahren Probebetrieb fuhren 70.000 Fahrgäste und 8.500 Fahrräder mit. Und wohlgemerkt, das nur an den Wochenenden. Im neuen Fahrplan ab Dezember 2017 ist die Verbindung Ilmenau Bahnhof Rennsteig allerdings kommentarlos gestrichen. Bürgerproteste zeigten bis jetzt keine Wirkung im Thüringer Landtag. Es ist ein Trauerspiel um eine, ich betone es noch einmal, für Anwohner und Thüringer Tourismus so wichtige Strecke. An den Fahrgastzahlen kann es ja nun nicht gelegen haben. Sehen Sie jetzt einen Filmbeitrag von der Eröffnung des Probebetriebes von vor 2 Jahren im Juni 2014. Vielleicht bewegt sich im Thüringer doch noch was, damit diese schöne Strecke weiter betrieben werden kann. Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Schöner kann man es kaum sagen, so wie es Herbert Roth schon vor über 50 Jahren beschrieb. Ich wandere ja so gerne. Ob zum Wandern, Radfahren oder im Winter zum Skilaufen. Der Thüringer Wald und der Rennsteig mit seinen unverwechselbaren Markenzeichen lockt jährlich Hunderttausende an. So lag es nahe, ein weiteres Angebot für Touristen und Gäste zu schaffen. Mit der Bahn auf den Kamm des Rennsteigs zum Bahnhof Rennsteig zu fahren. Angelegt wurde der Bahnhof 1904. Das Bahnhofsgebäude stammt aus dem Jahr 1906. Der letzte planmäßige Reiseverkehr zum Bahnhof erfolgte 1998. Bis heute wird er für Veranstaltungen und Nostalgiefahrten der Dampfbahnfreunde Mittlerer Rennsteig genutzt. Thank you.
jetzt ist es endlich nach 16 langen Jahren wieder soweit. Mit den Shuttles der Erfurter Bahn und der Südthüringen Bahn ist der geschichtsträchtige Kammweg nun wieder planmäßig jedes Wochenende per Zug erreichbar. Mit dem dafür eigens getauften Shuttle auf den Namen Rennsteig. Welcher Name wäre da nicht passender? In Erfurt Hauptbahnhof beginnt die Fahrt hinauf zum Rennsteig. Und der Bahnhof Rennsteig ist mit dem Rennsteig-Shuttle der Erfurter Bahn in Erfurt quasi an den Fernverkehr der DB angebunden. Einfacher und bequemer geht's für Berliner, Leipziger oder Dresdner nicht, einen Kurztrip in den Thüringer Wald mit der Bahn zu machen. Eine echte Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Was für herrliche Aussichten! Die Fahrt mit dem Rennsteig-Shuttle ab Erfurt dauert knappe 90 kurzweilige Minuten. Vorbei an Wiesen und Dörfern geht es schließlich hinein in die dichten Wälder entlang des Rennsteigs, bis er schließlich den Bahnhof Rennsteig auf 747 Höhenmetern erreicht. Die Auffahrt ab Ilmenau mit der Steilstrecke zwischen Stützerbach und Bahnhof Rennsteig gilt mit 60 Promille Neigung als eine der steilsten im Reibungsbetrieb befahrenen Eisenbahnstrecken Deutschlands. Am Rennsteig angekommen, befindet man sich mitten im UNESCO-Biosphärenreservat Fässertal-Thüringer Wald. Hier warten zu jeder Jahreszeit kulturelle Attraktionen und herrliche Naturerlebnisse. Der Bahnhof Rennsteig ist Ausgangspunkt für ausgedehnte Radwanderungen auf dem Ilmradweg oder für anspruchsvolle zu den schönsten Gipfeln über den Rennsteig-Radwanderweg. Auch der ambitionierte Wanderer findet ausgedehnte Wandertouren im UNESCO-Biosphärenreservat Fässertal oder begibt sich auf Goethes Spuren zum Goethe-Wanderweg. Im Winter können Skifahrer direkt vom Bahnhof Rennsteig aus auf gespurten Loipen in die Skiwandergebiete Schmücke-Oberhof oder Schmiedefeld-Fässertal gelangen. Vier Zugpaare starten jeweils samstags und sonntags sowie feiertags hinauf auf den Rennsteig. Die Vernetzung von Eisenbahn und Bussen auf dem Rennsteig sorgt für eine völlig neue Qualität in der touristischen Erschließung. Dafür sprechen gut abgestimmte Anschlüsse vom Bahnhof Rennsteig nach Masserberg, Frauenwald, Schmiedefeld, Fässer und Oberhof. Alle Infos zum Zugverkehr sowie Fahrpläne im Internet auf www.erfurter-bahn.de bzw. auf www.rennsteigbahn.de. Also, worauf warten Sie noch? Der Rennsteig ruft.
Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land. Den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Ich bin. Tja, wäre das ein Besuch wert, den Bahnhof Rennsteig mal zu besuchen? Ich denke schon. Und zum Schluss unserer Sendung noch zwei Veranstaltungshinweise, nämlich das 9. Dampflok-Treffen in Dresden findet vom 7. bis 9. April statt und ich denke, wir werden uns da sehen, weil wir da auch Filmaufnahmen machen werden. Und ein zweiter Hinweis wäre, für diejenigen, die gerne mit der Nostalgie-Eisenbahn verreisen, haben wir einen weiteren Tipp. Kurzentschlossene können mit einem nostalgischen Reisezug nach Ungarn und Österreich reisen, mit umfangreichem Bahnerlebnisprogramm. Auskünfte und Infos unter www.rennsteigbahn.de. Wie wir in Erfahrung bringen konnten, sind noch Restkarten für die Reise bei der Rennsteigbahn erhältlich. Buchungsschluss ist allerdings schon der 7. April. Sie sollten sich also mit der Anmeldung beeilen, wenn Sie noch mitfahren möchten. Ja, und für alle anderen Vereine und Clubs auch der Tipp von uns, schreiben Sie uns einfach, damit wir auch Ihre Veranstaltung hier im Sender veröffentlichen können. Ende April gibt es dann eine neue Sendung von uns mit einem Bericht vom 9. Dampflokfest aus Dresden. Also, bis dann, wir sehen uns, Ihr Frank Puttig.